Herzlich willkommen zu meinem zweiten Teil von meinem 150 Abonnenten-Special. Ja, ihr könnt mich mal sehen. Dies ist auch ganz was Neues. Ja, und ich habe mir so gedacht, ja, das FAQ, das habe ich ja jetzt ein bisschen nach hinten verschoben. Und ich werde es dennoch machen. Und hier ist es auch. Ja, ich werde die Fragen jetzt ganz einfach live mit Kamera beantworten, die ihr mir stellen konntet. Jo, und das werden wir doch gleich mal machen, ne? Und zwar die erste Frage, die ich gestellt bekommen habe. Meine Frage zu dem 150 Abonnenten-Special ist: Wie stehst du zu behinderten Menschen? Ach ja, und wie bist du aufs Let's Playen gekommen? So, zum ersten Teil der Frage, also wie ich zu behinderten Menschen stehe. Ja, behinderten Menschen sind genauso wie andere Menschen ein Teil der Gesellschaft. Sind gar nichts anderes. Also, das nur weil sie manche Sachen nicht so können wie normale Menschen, heißt das nicht, dass sie minderwertig sind oder sowas. Ich kann auch nicht verstehen, wie damals im Dritten Reich Hitler so mit den Leuten umgehen konnte, aber das ist wieder eine ganz andere Frage. Was zählt ist, dass ich sie als ganz normale Menschen akzeptiere und ja, ich habe sogar mal Praktikum gemacht, soziales Praktikum, 11. Klasse. Da musste ich auch in einem Pflegeheim mithelfen. War gar nicht mal schlecht. Ja. Zum zweiten Teil der Frage, wie ich aufs Let's Playen gekommen bin. Ja, da gibt es so eine Story und zwar mein Kumpel, der Alex, YouTube 1994 darf, der hat immer Videos angeguckt bei sich und ich war manchmal so da, so Besuch und so, und er hat so Zelda Ocarina of Time geguckt und wo halt einer kommentiert hat, Blackie 720 hieß der Let's Player, und ich habe so gedacht, das ist eigentlich ziemlich cool, aber ganz am Anfang habe ich noch nicht wirklich drüber nachgedacht, über überhaupt Let's Plays zu machen. Es hat sich so mit der Zeit ergeben. Ich hatte dann halt Fraps, konnte dann halt auch aufnehmen und ja, so hat sich das ergeben. Ich hatte meinen ganz alten Kanal, der hieß Hagardio 1993, oder ich hieß Hagardio 1993 und hatte da schon mit Golden Sun angefangen und so weiter. Das war aber sehr, sehr schlecht. Die Aufnahmequalität war, ja, keine Ahnung, wie kann man das beschreiben? Blechbüchse? Nee. Also es war auf jeden Fall grottenschlecht. Ja, so bin ich halt aufs Let's Playen gekommen, würde ich sagen. Habt ihr alles in Alex zu verdanken. Wenn ihr ihn haten wollt, könnt ihr das auf seinem Kanal machen. Ich werde ihn hier verlinken. Irgendwo hier. So. Na dann, viel Spaß, Alex. So, alles klar. Die Frage kam von Cruciatus93. Danke für deine Frage. Ich hoffe, ich konnte dir beantworten. So, die zweite Frage. Herzlichen Glückwunsch zu 150 Abonnenten. Das hast du dir echt verdient. Meine Frage an dich wäre, du bist ja offensichtlich Nintendo-Fan. Was genau sind denn so deine Favoriten? Und spielst du vielleicht auch gerne was auf Konsolen, wie Xbox, PlayStation etc.? Würde mich mal interessieren. Freue mich dann schon auf weitere Videos von dir. PS, coole F-Zero Musik. Ja, danke schon. Die Frage kam von Fanmade Let's Plays. Oder die Fragen. Yep, ich bin offensichtlich Nintendo-Fan. Bin ich schon immer. Also seit meiner Geburt. Ja. Und ich spiele auch auf anderen Konsolen. Aber vorerst, was mein Favorit ist. Mein Favorit an Spiel vielleicht. Ist damit jetzt gemeint. Also mein absolutes Lieblingsspiel, wenn du das damit gemeint hast, ist auf jeden Fall Golden Sun. Das ist eines der besten Spiele, die ich kenne, und es hat mich halt fasziniert, weil es einfach, ich liebe RPGs und Golden Sun ist sozusagen das Spiel, was eigentlich alles in sich vereint, was mir gut gefällt. Also, ja, ich kann es kaum beschreiben, so cool ist das Spiel. Ja, ob ich auch was auf anderen Konsolen spiele? Ja, spiele ich auch. Ich selber habe eine PlayStation 1 gehabt. Auch Game Boy und sowas spiele ich halt sehr gerne, aber auch auf Xbox spiele ich immer mit dem Alex. Ja, schon wieder Alex. Und Noobmaster. Zocken meistens immer so Koop was.
Halo Reach vor allem. Oder auch Gears of War, Borderlands. Oder wenn ich. Oder wir zocken auch Nintendo an der was zum Beispiel. Ja, haben wir heute Mario Party 9 gezockt. Ja. Das war's, ne? Gut. Frage 3. Kam von LP Phantom. Der hat gleich mehrere Fragen gestellt, und zwar die Nummer 1 war: Treffen wir uns irgendwann im Real Life? Ja, lustigerweise leben oder wohnen wir nicht weit voneinander entfernt, also warum nicht? Wirst du ein Let's Play Together mit mir machen? Wenn du nett fragst. Vielleicht. Hatten wir ja sowieso schon mal in Planung. Ist leider ein bisschen sozusagen hinten runtergefallen. Wenn die Zeit, wenn es sich ergibt, warum nicht? Ja, was war dein erstes Spiel? Oh, da muss ich kurz überlegen. Mein erstes Spiel war, wie hieß das Spiel? Super Mario Land 2. So hieß es, ne? Legend of the Six Coins oder Seven Coins? Six Coins? Six Coins, glaube ich. Das Spiel ist schon, das ist schon so lange her, wo ich das Spiel gezockt habe, und das habe ich, glaube ich, auch verschenkt. Ja. Aber das war mein erstes Spiel. Und ich hatte, glaube ich, auch gleich 100% durchgezockt. Es hat Spaß gemacht. Ja, wer hat dich aufs Let's Play gebracht? Alex, beziehungsweise, wenn du jetzt einen Let's Player meinst, Blacky720. Magst du die alten Games lieber als die neuen? Kommt drauf an. Ich sag's mal so. Also sagen wir mal, zu 80% finde ich die alten Spiele besser als die neuen, denn die alten, ich weiß nicht. Die alten Spiele sind vor allem, finde ich, auch viel schwerer. Die neuen Spiele sind auch, ich weiß nicht, man rennt durch. Es gibt kaum neue Einfälle. Ich sag nur Final Fantasy 13. Das ist ein glorreiches Beispiel für ein schlechtes Spiel der neuen Zeit. Ja, und für die alten Spiele, Lufia, Terranigma, Secret of Mana, da gehört alles dazu. Das ist wirklich top. Also, ja. Okay, was haben wir noch für eine Frage von ihm? Mal kurz runterscrollen. Bist du eine Grafiknutte? Nein, eigentlich nicht. Also ich bin nicht so der, der so sagt, Bock auf eine Grafik. Nein, ich sag eher, ja, auch Klötze können eine Sache abrunden. Nee, das war schlecht. Aber, nee, ich sag mal so, es muss nicht unbedingt Grafik sein. Ein Spiel muss vor allem Story haben, es muss Tiefgang haben, es muss mir Spaß machen. Ja. Und ein Spiel muss sowieso ein gewisses Etwas haben, um mir zu gefallen, sagen wir mal so. Ja, wie bist du zum Zocken gekommen? Indem ich einfach, ja, angefangen habe. Nee, ich habe damals einen Gameboy geschenkt bekommen und so habe ich angefangen, ne? Und habe auch vor allem bei Kumpels gezockt. Mit Kumpels. Ja, so war das, ne? Gut. So, und dann die nächsten Fragen. Sind nur noch 8 Stück. Oder? Sind das 8? Keine Ahnung. Aha, cool. Vom Latius Let's Play, aka Silver Draco C. Guter Kumpel von mir. Die erste Frage, da muss ich gleich schmunzeln. Wirst du jemals Kaizo Mario Let's Playen? Ja. Ja, warum nicht? Kaizo Mario ist ein schönes Spiel. Ist recht einfach. Kann man mal schnell durchzocken. Ich hab's auch schon durchgezockt. Ja, warum nicht, ne? Macht doch Spaß. Zweite Frage. Hast du schon mal etwas gegessen, wovon du dachtest, es schmeckt gut, dieses aber hinterher ein großer Fehler war? Wenn ja, was war das? Alter Schwede, was ist das für eine Frage? Verdammt, hier drin ist es kalt. nee, was... Was könnte ich... Ich
könnte dir sagen, was ich gegessen habe, was gut geschmeckt hat, aber was nicht gut geschmeckt hat, was ein großer Fehler war. Das ist ja mal eine Frage. Sagen wir mal so, ich verschiebe die Frage nochmal ans Ende, ich weiß gerade keine Antwort drauf. Gut, dritte Frage. Wer hat dich zum Let's Play gebracht? Blacky 720. Zum dritten Mal die Frage. Wie bist du auf deinen Namen gekommen? Schöne Frage. Ja, ich muss sagen, ganz spontan. Shadow Blast 1411. Ja, also Shadow Blast. Shadow vom Charakter aus Sonic. Oder halt auch der Schatten. Oder, ja, kann man sehen, wie man will. Blast, einfach nur, weil es cool im Zusammenhang mit Shadow ist. Und, ach ja, nebenbei, ihr müsst mal normal Shadow Blast eingeben bei YouTube oder bei Google. Wisst ihr, was ihr da findet? Da findet ihr, glaube ich, irgendwas über Maniküre. Ohne Scheiß. Das ist wahr. Ja, und das 14.11 ist einfach von meinem Geburtstag. Ich habe am 14.11. Geburtstag, also... Ja. Gut. Soweit zu meinem Namen. Willst du mal YouTube-Partner werden, ist die nächste Frage. Sagen wir mal so. Zurzeit bin ich nicht scharf drauf. Aber wenn es sich mal erübrigt, wenn die Leute mich mögen und ja, ich sag mal so, ich investiere vor allem viel Zeit in die Let's Plays und auch Geld, weil Spiele kosten ja was, ne? Und so, das heißt, wenn man YouTube-Partner ist, kann man dann vielleicht ein bisschen Geld verdienen, um sich neue Spiele zu kaufen. Und daher wäre YouTube-Partner gar nicht mal schlecht, wenn ich dann irgendwann richtig mega ultimativ Top Let's Plays machen will wie Gronkh. Denn zurzeit kann ich keine Let's Plays wie Gronkh machen, denn dazu habe ich erstens nicht das Geld, zweitens nicht die Zeit und drittens Pommes. So, bist du schon mal beim Gamen so richtig ausgerastet? Beim Gamen schon mal richtig ausgerastet? Ich würde sagen bei I Wanna Be The Guy. Das war richtig schlimm. Beim ersten Durchrun, da bin ich sogar mehrmals ausgerastet. Einmal bei Zankief. Im grünen Zankief, da bin ich, den habe ich ungefähr 500 Mal probiert, ohne Scheiß, da bin ich richtig ausgerastet, da habe ich fast meinen Controller gegen die Wand geknallt. Und das zweite Mal beim Guy, den habe ich mindestens auch so 300 Mal probiert. Das war richtig böse. Ja, das war richtig, richtig böse. Und da bin ich, also, nee, das könnt ihr euch gar nicht vorstellen. Also, nee, das war nicht wie beim Let's Play, das war viel schlimmer. Ja, würdest du bei Fist of Zen mitmachen? Ja, würde ich. Und warum? Weil es einfach nur episch ist. Fist of Zen ist übelst geil. Ich finde den Typen, den alten Opa, den finde ich einfach nur klasse. Und ja, warum nicht? Kann man sich auch ein bisschen Geld dazu verdienen, ne? Und was ist mit Takeshis Castle? Letzte Frage. Vorletzte, weil die eine nach hinten verschoben wurde. Takeshis Castle ist derbe cool. Ob ich da mitmache? Ich weiß nicht. Ich habe bisher nur bei Takeshis Castle Japaner gesehen. Und sehe ich wie ein Japaner aus? Nein. Gut. Das heißt, ich wäre der Erste, der nicht Japaner ist. Oder ich weiß nicht genau, ob es da nur Japaner gab. Aber ja, egal. Ignorieren wir das. Gut, nochmal zu der Frage, die ich nach hinten verschoben habe. Sie ist da. Ja, yep. Hast du schon mal etwas gegessen, wovon du dachtest, es schmeckt gut, dieses aber hinterher ein großer Fehler war? Wenn ja, was war es? Moment, da muss ich mal kurz überlegen. Was könnte es denn gewesen sein? Ich muss sagen, da muss ich passen. Da fällt mir gerade nichts ein. Vielleicht, doch, vielleicht Tortellinis. Tortellinis, diese komischen Maultaschen, diese Nudeln, die gefüllt sind mit Wurst oder so. Ich hab wirklich gedacht, die schmecken gut. Aber sie haben so ekelhaft geschmeckt, das ist das Ekelhafteste auf dieser Welt. Ehrlich, wenn sie selbst gemacht sind, schmecken sie gut. Aber wenn sie aus der Tiefkühltruhe sind oder so. Nee. Weg. Damit könnt ihr mich umbringen. Das ist schlimmer als Toxin. Ja. Gut. Ich hoffe. Ja,
habt jetzt ein bisschen was über meine Essgewohnheit und sowas erfahren und allgemein auch über mich. Vor allem, wie ich aussehe, oh mein Gott, meine Haare hängen mir im Gesicht. Ich konnte das gerade die ganze Zeit gar nicht sehen, wie ich so jetzt rumsitze und erzähle und ausschaue. Oh, weil ich ja eine Textdatei offen hatte und so weiter. Ja. So, und an dieser Stelle, ich wollte doch irgendetwas noch sagen. Ich hab's aber vergessen, tut mir leid. Was soll's. Ich habe nicht mal was zu trinken hier. Hier brechen Sitten ein. Auf jeden Fall bedanke ich mich nochmal bei 150 Abonnenten, die jetzt schon, glaube ich, 163 sind. Und ich hoffe, ihr schaut auch weiter meine Videos. Ich habe ja jetzt ein bisschen was Neues eingeführt. Die RPG Maker Spiele sind ja jetzt ein bisschen was anderes. Und ich hoffe ganz einfach mal, ihr schaut trotzdem rein. Und gebt mal fleißig Kommentare, denn in letzter Zeit ist es ein bisschen Flaute geworden. Keine Ahnung warum. Ja, in dem Sinne sage ich Tschüss. Wir sehen uns bei meinen Videos. Und ja. Macht's gut. Tschüss.